Okay, Leute, Game One mal wieder unterwegs für euch. Und zwar, ihr kennt das längst, hier in Hamburg im East Hotel findet ein Presseevent statt. Diesmal von Sony und es geht um PlayStation Move. Erstmals jetzt seit der E3 hier auch für deutsche Journalisten zum Testen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ja auf der E3 leider nicht sein können und deshalb noch kein Mal PlayStation Move getestet. Also kommt einfach mal mit rein. Wir werden jetzt mal ein bisschen moven. Ja? I like to move it, move it. I like to move it. Let's go. So, okay, ich stelle euch jetzt mal den PlayStation Move Motion Controller, so ist der komplette Name, oder einfach nur Motion Controller, ein bisschen näher vor, dass ihr ihn auch mal sehen könnt. So sieht das gute Stück dann aus. Ihr könnt es jetzt natürlich nicht fühlen, aber es ist sehr leicht, muss ich dazu sagen. Also ist ja auch nicht batteriebetrieben, sondern ein Akku, den man auch auflädt, genauso wie die PlayStation Pads. Und ja, so sieht das Ding aus, ist jetzt schon an, deshalb leuchtet es jetzt in dieser Farbe. Und ja, wenn ich das Ding mal umdrehe, seht ihr hier hinten den sogenannten T-Trigger, ne? Ganz normal. Und hier vorne, das ist quasi der neue Button, das ist der Move-Button. Und ja, dann noch die anderen Tasten, die ihr auch alle vom Pad kennt. Start ist hier an der Seite, Select an der Seite. Und vielleicht ganz interessant, hier unten sind zwei Anschlüsse für vielleicht mögliche Erweiterungen oder so. Und natürlich, um den Controller dann an die PlayStation 3 anzuschließen bzw. Aufzuladen. Ja, dann haben wir hier noch die Kamera. Die kennt man ja eigentlich auch schon. Und mit einem integrierten Mikrofon. Eigentlich auch relativ selbsterklärend. Sony bot leider keine richtigen Core-Games wie SOCOM Special Forces an, konnte aber mit einem netten Casual-Lineup überzeugen. Zu Beginn spielte ich Start the Party, was mich an iToy erinnerte. Der Motion Controller wurde mal zum Ventilator, mit dem man Bälle in einen Korb befördern musste, zur Fliegenklatsche oder einem Säbel, mit dem man Obst zerhauen konnte. Bei Sports Champions handelt es sich quasi um das Gegenstück zu Wii Sports Resort. Tischtennis, Bogenschießen, Frisbee-Golf oder Gladiatorenkämpfe sind einige der Disziplinen, die ich ausprobiert habe. Besonders angetan war ich von Frisbee-Golf, das sich cool spielte und sämtliche Handstellungen korrekt erkannt hat. Beim Gladiatorenschwert-Duell wurde mir ordentlich der Arsch vom Computer versohlt und das Bogenschießen mit zwei Motion-Controllern klappte gut, war mir aber etwas zu einfach. Anschließend zockte ich eine Runde Kung Fu Rider, sicher das schrägste Spiel, das zur Verfügung stand. Ihr werdet von der Yakuza gejagt und müsst auf eurem Fluchtfahrzeug, je nach Karte, mal ein Schaukelpferd, Bürostuhl oder anderer Quatsch, durch die Straßen Hongkongs flüchten. Hebt ihr den Motion Controller in die Luft, springt ihr im Spiel nach oben. Drückt ihr die Move-Taste, holt ihr zu einem gefährlichen Roundhouse-Kick aus und wenn ihr wedelt, nimmt euer Gefährt an Geschwindigkeit auf. Das Spiel hat Spaß gemacht, hat mich aber auch nicht aus dem Bürostuhl gehauen. Dann gab es noch den klassischen Lightgun-Shooter, der passenderweise auch auf den Namen The Shoot hörte. Ihr spielt die Hauptrolle in einem Film und ballert euch wahlweise durch ein Wild-West- oder Sci-Fi-Setting, wo ihr entsprechend Cowboys oder Roboter abballert. Die Steuerung war präzise, das Spielprinzip aber auch entsprechend simpel. Das Highlight gab es dann zum Schluss, ein Spiel namens Tumble, bei dem ihr verschiedene Gegenstände aufeinander stapeln müsst, um eine vorgegebene Höhe zu erreichen. Klingt simpel, erwies sich aber als verdammt kniffelig und durchaus motivierend. Dank der präzisen Move-Erfassung konnte man die Klötze und Steine fast punktgenau drehen, schieben und wenden. Ja, liebe Leute, das war's vom PlayStation Move Event hier im East Hotel in Hamburg. Wir versuchen es mal wieder, ja, hier rauszukommen. Und während wir das versuchen, was hier in diesem Hotel gar nicht so einfach ist, vielleicht mal ein ganz kurzes Fazit meinerseits zu Move. Ich fand's ganz cool, muss ich sagen. Ich bin positiv überrascht. Natürlich ist es jetzt nicht die Innovationsbombe, aber das war ja auch vorher klar, sondern im Prinzip das Gleiche, was die Wii eben auch ist, nur für PlayStation 3. Und jetzt geht's schon wieder los. Wir sind schon wieder auf der falschen Seite, oder? Ey, das Gleiche ist uns noch das letzte Mal passiert. Wie sind wir denn da rausgekommen? Das da. Da, jetzt geht's auf, siehste?
Man lernt aber auch nicht dazu. So, ich bin positiv überrascht von PlayStation Move, weil es sich wirklich sehr präzise steuert und man wirklich merkt, dass jede Bewegung, die man eben macht mit dem Ding, ja, präzise und 1:1 und auch ohne großes Delay oder ohne große Verzögerung eben umgesetzt wird. Und deshalb hat sich alles eigentlich auch ganz gut gesteuert. Die Spiele selbst waren jetzt natürlich, sag ich mal, so Casual Games, ja, so wie Wii Sports Resort und so, halt Bogenschießen, Frisbee werfen und so weiter. Also alles, was man so eben erwartet zum Start. So richtig Knallertitel waren jetzt noch nicht dabei, SOCOM und so ein Kram. Aber alles in allem kann man das Potenzial schon erahnen. Es spielt sich natürlich ein bisschen wie Wii, aber es hat den Vorteil, dass es eben PlayStation 3-Grafik hat. Und ich bin da positiver Dinge, dass wenn die Third-Party-Leute, wenn da richtig coole Software rauskommt, dass wir dann noch viel Spaß haben werden mit dem Ding. Über den Preis kann man streiten, ein Starter-Pack für 60 Euro ohne diesen zweiten Controller, weiß ich nicht, ist ja an der Grenze, sage ich mal. Also es ist jetzt kein Mega-Schnäppchen, aber wenn man da wirklich darauf Bock hat, dann kann man sich das auf jeden Fall holen. Aber ich gehe hier auf jeden Fall mit einem guten ersten Eindruck aus dem East Hotel in Hamburg. Das war's. Zurück in die Redaktion und die angeschlossenen Funkhäuser. Wiedersehen.